Yo, was geht, meine lieben Freunde? Mein Name ist Steven und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Deadfall Adventures. Ich muss dazu sagen, das ist so ein Abklatsch Indiana Jones mit Metzel, mit Rumgeballer und mit irgendwelchen kniffligen Rätseln. Ich habe es auch schon mal angespielt. Ich finde, bisher ist es ganz cool. Deutsche Synchro ist wirklich sowas von für den Arsch. Aber das Spiel hat was und deswegen will ich es euch heute einfach mal zeigen. Und mal mit einem neuen Abenteuer beginnen. Und zwar geht es hier um den Herrn Quartermain. Wir spielen, glaube ich, den Neffen oder den Sohn oder wie auch immer vom berüchtigten großen Quartermain. Und ich glaube, wir machen einfach mal ein neues Abenteuer und gucken uns den ganzen Kram hier mal an. Ein neues Abenteuer beginnen. Hier können wir jetzt erstmal die Rätsel-Schwierigkeitsstufe und Kampfschwierigkeitsstufe auswählen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal schön normal, weil ich bin ja auch nicht so der Pro der Pros. Sage ich jetzt einfach mal so. Und starten einfach mal das Spiel. Ja, wir gucken mal, was da so abgeht. Und los geht's. Verehrter Leser, zunächst einmal muss ich mich für meinen unverblümten Schreibstil entschuldigen. Als Grund kann ich lediglich vorbringen, dass mir das Gewehr näher ist als die Feder. Ich bin Übertreibungen zuweilen nicht abgeneigt, aber so unglaublich die folgende Geschichte auch scheinen mag, sie ist mir genauso in Erinnerung geblieben. Denn ich habe am eigenen Leib erfahren, dass alle Dinge ewig leben. Nur schlafen sie zuweilen und geraten in Vergessenheit. Ein großer Name kann eine noch viel größere Last sein. Und mein besonderes Talent, Schwierigkeiten anzuziehen, hatte gerade wieder zugeschlagen. Noch etwas, das ich anscheinend von meinem berühmten Vorfahren geerbt habe. Wirklich ein perfekter Tag für das Treffen mit Ihrem ehemaligen Kollegen. Ich bezweifle stark, dass hier je ein Tag ohne Sandsturm vergeht. Und er hätte bestimmt etwas gegen das Wort Kollege. Damals war ich noch kein Field Agent, sondern nur Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Ich bin in jedem Fall sicher, das Treffen ist den Aufwand wert. Sie liegen nur sehr selten falsch, Professor. Aber heute könnte einer dieser Tage sein. Hey, stopp! Look at that badass. Hi, mein Name ist Indiana Quartermain. Mit einem Schießprügel in der Tasche. Etwas sorgfältiger aussuchen. Professor, darf ich vorstellen? James Lee Quartermain. Ja, der Quartermain. Netter Kerl, hat uns diese Banause die Tasche gestohlen. So viele Bücher. Ich dachte, du bist eher der Zeitschriftentyp. Oh, die waren Teil der Einrichtung. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Ich vermute, der Kompass meines Urgroßvaters ist nicht bloß für Ihre persönliche Sammlung. Korrekt. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte, dass Sie sich uns anschließen, Mr. Quartermain. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Ich fürchte also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quartermain. Über Sie... Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Und Agent Goodwin könnte jemanden mit Erfahrung brauchen, der ihr den Rücken frei hält. Mhm. Ja, das gehörte Ihrem Urgroßvater. Sie werden es brauchen. Alan Quartermain. Das wird der Bad. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Aller Badasser. Esse. Ach, was soll's.
Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken. Tolles Frühstück. Nehme ich auch manchmal morgens früh um 6, wenn ich aufstehe, trinke ich meine Mundspülung. Mein Urgroßvater, Alan Quatermain. Sein Name steht für Abenteuer. Urgroßvater war's. Genau. Viele Leute zahlen gut dafür, dass sie später sagen können, sie sind mit einem Quatermain gereist. Und ich machte alles, wenn der Preis stimmte. Sogar Babysitter-Spiele für eine Grundschnabelagentin. Unser Informant bei den Nazis hat uns berichtet, dass sie versucht haben, in den Tempel zu gelangen. Aber das Tor zum inneren Heiligtum nicht öffnen konnten. So. Aber sie kommen bestimmt. Mit der Maus umsehen. Schaffen, woran sie gescheitert sind. Denk an unsere Abmachung. Ich bring dich nur. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr einfach. Du bekommst dein Artefakt. Alles, was ich sonst noch finde. Klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Unser Informant Shepard liefert schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer. Den Araber, der meine Tasche klauen wollte. Er gehört einem Stamm von Dieben an. Die glauben, die Reichtümer des alten Ägypten plündern zu dürfen. Dabei ist das doch eindeutig Uncle Sams Aufgabe. Eindeutig. Uncle Sam, kennst du den nicht mehr? WASD, um dich zu bewegen. Ja, das kennen wir ja. Die gute alte Ego-Shooter-Manier. Leertaste zum Springen. Passt. So, Muschi, wo geht's lang? Hm? Hallo. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier lang gehen muss. So, ich guck mal, ob hier irgendwas Lustiges rumliegt, was ich mir mitnehme. Holen, weshalb wir gekommen sind und verschwinden. Hört sich gut an. Okay. So, ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwas liegt, was ich mir mitnehmen kann, aber ich glaube jetzt noch nicht. So, Vorsicht, es läuft noch. Nein, Quatsch. Wir sind James Bums Quatermain. Wir würden nie Quatsch machen. Oh, Tugi, hi. Kann jetzt nicht, bin am Let's Playen. Nein, ich habe morgen nicht frei. So. Ich bin ein Arbeitstier, ich gehe gerne arbeiten. Das hört sich weniger gut an. So, jetzt wird hier geballert. Sie kommen immer näher. Sehr auf Couch. So, dann ballern wir mal lustig durch die Gegend, hä? So, den haben wir auch. Gehen wir ein bisschen weit. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Schießen hier so ein bisschen tricky ist. Einfach nur, weil es ja mehr auf Rätsel etc. ausgelegt ist. Aber ich denke mal, wir kommen hier durch. Ja, yeah, das ist doch eher was. So, dich kriege ich auch noch da hinten. Headshot. Na? Komm her. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen eher zielen. So, bringt vielleicht mehr. Ja. Vor allem, das ist voll der normale Alltag für den Herr Quatermain. Ich fahre auch immer zu irgendwelchen Tempeln und lass mich direkt von irgendwelchen Drückebergern abknallen. Was ist da denn hier? Ah, stimmt. Ich habe ja irgendwie so ein Gewehr, mit dem ich auch ein paar Schädel wegblasen kann. So, ich finde, es sieht aber schön aus. Also dafür, dass es eigentlich ein Spiel ist, was gar nicht so durchgedrungen ist jetzt bei allen. Ich weiß ja nicht, wie jeder so zusteht. Was sich in diesem Tempel befindet, könnte das ändern. Begreifst du, was sich vielleicht im Heiligtum befindet? Eines der mächtigsten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Das Herz von Atlantis. So wie du mich anguckst, glaube ich dir kein Wort. Null. So, kann man hier irgendwas noch mitnehmen? Hier unten im LKW? Nö, auch nichts. Wir suchen mal so ein bisschen ein paar Stellen ab, damit wir auch alles mitnehmen können soweit. Ich glaube, hier hinten ist auch nichts. Nö. Oh! Drücke, um einen Schatz einzusammeln. Das ist doch was hier. Guck, ein Schatz. Und ich habe direkt eine Errungenschaft, das Juwel Arabiens. Oh! Ich habe es nicht weggedrückt, versprochen. Ich habe nur so getan. So, dann laufen wir mal wieder da hinten hin. Vielleicht liegt da hinten auch noch was. Irgendwas Wichtiges, was wir mitnehmen können. Hier oben müssen wir gleich her. So. Hier hinten war da noch irgendwas. Ich glaube, Waffen waren da noch von den Leuten. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal unser normales Gewehr mit. Halten das mal so als Standardwaffe für uns.
Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nach vorne mit zu der Alten, die uns anguckt wie ein Auto. Und gehen mal in den Tempel rein, insofern uns das gewährt wird. Ich habe es noch nicht lange gespielt. Ich war jetzt mal irgendwann kurz da hinten drin, habe da versucht, irgendwie ein Rätsel zu lösen. Ein bisschen buggy ist das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einmal musste ich einen Checkpoint laden, weil irgend so ein Quiz oder Rätsel, was da war, nicht funktioniert hat. So, bei Deadfall Adventures dreht sich alles um das Erforschen. Hinter jeder Ecke, in jedem Spalt kann sich ein Schatz verbergen oder ein nützlicher Hinweis, der unserem Helden James Lee Quatermain auf seinen Reisen hilft. Ja. Okay, gucken wir mal. Also, das habe ich noch gar nicht gecheckt, weil ich hier einfach so durchgerusht bin, als ich das letzte Mal gespielt habe. Gut, also wir können hier auf jeden Fall Sachen öffnen, haben die Möglichkeit, in allerlei Objekte reinzuschauen, insofern uns das natürlich gewährt wird. Und hier ist erstmal nirgendwo irgendwas drin, was nützlich erscheint. Gehen wir einfach mal weiter. So, die Halle sieht so ein bisschen nach... Ich knall dich eher ab, als du mich aus. So, das müssen wir ziehen, dass wir... hochgefahren werden. Natürlich gucken wir jetzt erstmal, ob hier irgendwo so ein lustiger Schatz rumliegt. Nein, hier drin auch wieder nicht. Langsam frage ich mich so ein bisschen, warum diese Teile hier überhaupt stehen. Aber ich glaube, das hat alles Tutorial-Zwecke. Das ist ja sowas von normal. Okay, betätigen wir mal diesen Hebel. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Schalte deinen PC nicht aus. Immer noch skeptisch, wie ich sehe. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein auf sich? Die Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne, als sie die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Das innere Heiligtum. Oh, Baby, können wir das innere Heiligtum öffnen? Hm. So, dann, hier hinten ist nichts. Liegt hier wieder irgendwas rum? Wir sollen ja erforschen, hat das gute Spiel uns gesagt. So, hier weiß ich noch ungefähr, kamen jetzt auch ein paar Leute hier raus und haben gedacht, komm, ich knall dich mal ab. Nö. Passt. Gut, dann gucken wir mal weiter. Also hier ist auch nichts. Das passt auch. So, hier können wir nochmal reinschauen, ob hier auch irgendwas ist. Aber es sieht auch wieder aus, als wäre da nichts. Hier auf dieser Seite. Ey, weiß ich, ich glaube, ich gucke da gleich gar nicht mehr rein, weil... Überlasse ich dir die Ehre. Was für eine Ehre. Ach ja, ja, die Träne der Isis. So, dann drücken wir mal das lustige Teil in die pompöse Aussparung hier. Der gehört in ein Museum. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Das Bankkonto James Dingster Quatermain. Oh nein! Oh nein! So ein Käse. Mein Urgroßvater für einen verrückten Lügen mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ich habe bereits 12 Männer da hineingeschickt. Nicht einer ist wieder herausgekommen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Aber die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Die bösen, bösen, bösen Nazis. Guten Morgen, Herr Quatermain. Immer eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst unter solchen Umständen. Hände weg!
widerlicher Primat! Komm, sag nochmal, oh nein! Aua! Das hat wehgetan, böser Nazi-Bub. Ach, doch nicht so fest. Ach, komm. Oh, ja. Aber das wird noch lustiger in dem Spiel. Ohne Scheiß. Mein Bruder hat das auf jeden Fall schon mal angespielt, schon ein bisschen länger. Hat er nur ein paar Safe-Games schon gemacht, wie ihr vielleicht am Anfang gesehen habt. Ich habe da zwischendurch mal zugeguckt. Aber die Kommentare in dem Spiel werden super, wirklich. Ich habe Tränen gelacht mit ihm. So, okay. Ah, okay, gut. Jetzt kommt, glaube ich, das... Jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Ah, okay, gut. So ging es, genau. So, wir drücken jetzt die Maustaste 3 und haben jetzt die Möglichkeit, hier zu gucken. Das wäre jetzt die Waffe, die wir ausgewählt haben. Und das sind so Notizen und ein Kompass. Die Notizen sind so dafür da, dass man das Rätsel, was hier auf dem Boden ist, irgendwie besser lösen kann. Hier zum Beispiel steht, trete anscheinend nicht auf die Schlange, sonst hast du ein Problem. Geben wir mal Auge, 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 Auge. Auge, 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 Auge. Passt. Ich glaube, wenn ich auf die Schlange getreten wäre, wäre hier irgendwas rausgeschossen und hätte mich weggematscht. Keine Ahnung. So, wo sind wir hier? Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo hier wieder einen Schatz finden können oder ob hier irgendwas versteckt ist, weil ich gehe mal davon aus, dass hier wieder irgendwo was ist. Da leuchtet doch was Schönes. Ach, habe ich mir gedacht. Drücke, um Schatz einzusammeln. Alles klar, das nehmen wir mal mit. Das ist wahrscheinlich was Schickes. Dank der ungewöhnlichen Eigenschaft des atlantischen Goldes beeinflussen die Schätze Quartermains Fähigkeit. Ah, Skill, Skill, Skill. Und können verwendet werden, um seine Taschen... Ja, ich sammle auch Schätze ein, um meine Taschenlampe zu verbessern. Mich auf gar keinen Fall. Geld damit zu machen schon mal gar nicht. Meine Taschenlampe muss grundsätzlich verbessert werden. So. Dann gucken wir mal. Aber die Taschenlampe wird hundertprozentig irgendwie noch nützlich. So, sind wir hier beim nächsten Rätsel? Haben wir hier irgendwas auf dem Notizblock stehen? Kann man das irgendwie umblättern oder? Kann anzoomen, okay. Nee. So, was ist das hier? Steht hier irgendwas? Toll. Der gleiche Symbolquatsch wie in Allens Notizbuch. Hm, vielleicht. Ah, okay. Gut. In der Mitte steht ein Auge. Heißt, ich muss es wahrscheinlich so drehen, bis ein Auge erscheint. Ah ja, hier. Ah, da war schon ein Auge. Alles klar, gut. War ja doch leichter als gedacht. Und ab hier rein. Hier vielleicht nochmal gucken, ob hier noch was ist. Hier vorne, nö. Das sieht mir so ein bisschen nach Schatz aus, aber so wie es aussieht, ist hier auch nichts. Nicht so schlimm. Gehen wir mal weiter. Hier ist mir gerade rausgekommen. So, was haben wir denn hier? Okay, gut. Nee, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Da müssen wir in die Hocke gehen. Das hast du mir schon mal erklärt, liebes Spiel. So, jetzt sind wir hier in der Eingangs... Untersuche alle Orte genau, damit du so viele Schätze wie möglich findest. Mit Schätzen kannst du an speziellen Orakelstatuen deine Fähigkeiten verbessern. Also doch meine Fähigkeiten. Also geht es hier nicht nur um meine Taschenlampe, sondern auch um meine Fähigkeit. Tugi, ich würde super gern mit dir zocken, aber ich bin gerade am Let's Playen. So, mit goldenen Schaltern, Hebeln oder Tasten kannst du häufig Fallen deaktivieren, wenn sie dir gefährlich werden, oder sie aktivieren, um Feinde zu besiegen. Ist ja auch ganz interessant. So, hier liegt jetzt ein lustiger Mensch. E drücken, Leiche zu durchsuchen. Ah, okay. Jetzt haben wir wenigstens wieder Waffen. Und hier können wir jetzt unsere Fähigkeiten verbessern. Dann gehen wir da mal drauf. Wir haben 2 gesammelte Schätze und verfügbare Schätze 2. Ah, okay, gut. Du kannst diese Fähigkeit freischalten. Benötigt 1 Schatz. Und das hier benötigt 2. Ist mal die Frage, was wir brauchen. Deine Gesundheit und Ausdauer.
brauche ich nur einen Schatz für. Und deine Gesundheit und Basis-Ausdauer-Level erhöht, Basis-Gesundheit erhöht. Ich glaube, zu Anfang werden wir erstmal die Gesundheit erhöhen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir wahrscheinlich dadurch, dass wir so in Anführungszeichen Neulinge sind in diesem Spiel, ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Gesundheit brauchen werden. So. Bumm, einmal freigeschaltet. Und dann verlassen wir dieses Menü und gehen wieder nach draußen. Upgrades speichern. Willst du die freigeschalteten Upgrades speichern? Einmal gewählte Upgrades können nicht zurückgesetzt werden. Ja, die speichern wir mal. Okay. So, okay, Moment. Kann sich meine alte Freundin hohe Gewalt kümmern. Die kriege ich mit bloßen Händen nicht weg. Ich gehe mal davon aus, dass wir die abschießen müssen. Ah, wir haben unendlich Muni. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Okay. Hier war aber auch erstmal noch eine Tür. Okay. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen wie so ein Special-Raum aus. Da gucken wir. Ah, okay. Das kann ich zum Beispiel schon mal runterschießen hier. Ich hoffe, wir können das Nachladen noch skillen, weil das ist sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Was hat uns das Wegschießen jetzt gebracht? Nichts. Sieht so aus, als wenn das wirklich nur Quatsch gewesen wäre. Nö, da haben wir auch nichts. Da nichts, da nichts, da nichts. Muss ich nicht verstehen. Nee. Okay. Hier ist nichts zu machen, so wie es scheint. Dann gehen wir mal durch die Bretter, die wir hier über den Weg weggeschossen haben. Beeilen uns ein bisschen. Hier wird wieder gespeichert. Das heißt, es kommt jetzt wieder ein Teil. Okay. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Wen muss ich erschießen, damit das aufhört? Ich mach's einfach. Ich laufe einfach durch. Och nein. Ich hab auf Sprinten gedrückt, nur der hat nichts gemacht. Letzten Checkpoint. Das war ganz schön dumm. Okay, noch eine Runde. So, du rennst aber jetzt durch, Digga. Oh, ich bin wahrscheinlich wieder... Ja, bin ich. Ja, 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 nichts sagen, ich weiß, ich bin ziemlich dumm. Nochmal. Ich sehe mich jetzt schon die ganze Zeit failen, aber sowas von... Okay, wenn das Ding hochgeht, sofort anfangen zu rennen. Sonst habe ich ein Problem. Okay, ich warte noch mal kurz, bis das Ding hier runter geht. So, und loslaufen. Ah, endlich. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Gut, da will ich jetzt auf gar keinen Fall mehr hin. Ich weiß ja nicht mehr, ob das hier runterspringen hier irgendwas bringt oder ob hier noch irgendwas versteckt ist, weil da sind ja so komische Geländer oder Gerüste. Sieht so ein bisschen aus, als könnte ich da was machen. Ich will es erstmal nicht riskieren. Ich gehe erstmal weiter. Ich gucke nachher nochmal, falls wir nochmal hierher kommen sollten. Dass wir da vielleicht irgendwie noch runtergehen können. Dass wir da vielleicht noch nach einem Schatz oder irgendwas suchen. So, gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ganz viele witzige Statuen. Drücke, um Schatz einzusammeln. Es gibt drei Schatzkategorien. Weg des Lichts, Weg des Lebens und Weg des Kriegers. Jede Schatzart passt zu einem bestimmten Satz von Fähigkeiten, die sich damit verbessern lassen. Ah, okay. Also kann ich auch nur bestimmte Weg des Lichts, des Lebens und des Kriegers. Da kann ich wahrscheinlich Licht ist so Rätsel, Leben das Leben und Krieger wahrscheinlich mein Skill, was Schaden anrichtet. Nehme ich jetzt mal so an. Und dann wird das wahrscheinlich im Endeffekt geskillt. So. Wo sind wir jetzt hier? Eine sehr schöne große Halle. Vielleicht schreibt der Alte was dazu in seinem Notizbuch. Der Alte im Notizbuch. So. Wir haben hier... Ja,
dass die Dinger da drauf leuchten, um zu reflektieren, habe ich mir jetzt auch schon so ein ganz klein bisschen gedacht. Sieht auch so aus, als wenn das Sinn machen würde. Jetzt müssen wir nur mal gerade gucken. Also. Okay. Welcher wird denn hauptsächlich hier angestrahlt? Es muss ja so eine Art Quelle, sage ich mal, geben vom Licht. Ist das der hier? Ich glaube, das ist der mittige hier. Glaube ich jedenfalls zum irgendwie. Wo sollte der hinscheinen, wenn das der wäre? Ah, das ist ja einfach. Okay. Ich glaube, es muss einfach jedes Ding hier hinten leuchten. In irgendeiner Weise. Wie wir das anstellen. Ein würde wohl nicht an Mechanismen einer Kultur herumfummeln, die für ihre tödlichen Fallen bekannt ist. Okay. Ziemlich fesselnde Augen. Diese Statuen sind in einem erstaunlich guten Zustand. Was passiert, wenn ich das jetzt wieder wegziehe? Ah, okay. Die bleibt an. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann kann ich nämlich hier, wenn ich die angemacht habe, schon mal diese hier wieder nehmen. Glaube ich zumindest. Und kann die nicht weiter bewegen als so. Das war doch klar. Das habe ich mir gedacht. Warum schwer? Warum leicht, wenn es auch schwer geht? So. Ja, du brauchst mir das nicht die ganze Zeit anzuzeigen. Ich weiß es langsam, wie es funktioniert. So, dann nehmen wir mal hier den. So, dann können wir den hier auch direkt aufladen. Und das heißt, der wird jetzt auch mit ordentlich Licht gefüllt. Erledigt, bleiben noch vier. Ah, okay, gut. Alles klar. Dann haben wir den hier noch. Guten Morgen, Nummer 3. Perfekt. So, jetzt drehen wir das ganze Ding mal und wir müssen ja nur noch 3 Stück. Aber so wie ich mich kenne, ist hier sowieso irgendwas faul. So dass ich bei dem Rätsel gerade einen Fehler gemacht habe. Weil ich kenne mich. Ich kenne mich einfach. Ich muss dazu nicht viel sagen. So, dann haben wir jetzt Le 4. Was ich mal ausprobieren könnte. Weil hier stehen ja diese scheiß Dinger da im Licht. Im Weg. Im Licht, genau. Im Weg. Und das habe ich ja gerade schon. Ja, so, okay, gut, alles klar. Hier steht doch nichts im Weg. Hat so ausgesehen. Gut, dann diesen hier. Da aktivieren wir jetzt dieses Licht drauf. Sieht schon mal gut aus. Und. Okay. Kabusch. Nur noch eine. Just one of them. Ah, das dürfte kein Problem sein. Ich glaube, da muss ich einfach nur den Kollegen hier nehmen. So. Und den könnte ich doch jetzt. Genau, den müsste ich jetzt einfach da vorne dran halten können. Und dann habe ich das Ding hier auch. Natürlich nicht. Das habe ich mir doch fast gedacht. Wie komme ich da jetzt hin? Ich gehe mal davon aus, dass es hier hinten einer ist. Der hier vielleicht. Kommt der da dran? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal. So, dafür muss ich diesen hier anleuchten. Genau. Und dann den von der Seite so anscheinen. Aber ich glaube, das wäre zu. Hä? Oh! Habe ich vorbeigeleuchtet? Na, das ist nicht so geil. Moment, probiere ich nochmal. Aha. So. Jetzt ist er am Leuchten, wie es soll. So, jetzt. Nö, das wäre zu leicht gewesen. Aber wir probieren es mal so. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, weil hier ist ja nämlich auch so ein Teil. Und dann müssten wir mit D. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay, das Ding war logischerweise nicht umsonst da. Und mit dem kann ich jetzt das Teil da hinten anleuchten. Und dann sollten die Dinger auch wieder
Funktionuckeln alle. Ah, okay. Gut. Das sieht doch schick aus. Jeha! Okay, Cutscene. Und das muss unser geschätzter Gastgeber sein. Der Pfarrer mit dem Fable fürs Dramatische. Bravo, Herr Quartermain. Das ist schon das zweite Mal, dass Sie uns heute behilflich waren. Würden Sie jetzt bitte vom Grabmal zurücktreten, damit ich mich um das Herz kümmern kann? Vorsicht! Nach meinen Recherchen kann das Grabmal den ganzen Raum einstürzen lassen. Leer? Warum ist es leer? Was haben Sie damit gemacht? Kein magisches Herz drin. Nicht mal ein magischer Blinddarm. Idiot! Das Herz von Atlantis birgt unglaubliche Macht in sich. Erschaffen von der größten Zivilisation, die je auf Erden existierte. Es sollte hier sein. Es muss hier sein. Ich verstehe nicht. Hey, Besserwisserin. Helfen Sie dem Doktor. Nur über meine Leiche. Vorsicht, Fräulein Goodwin. Hauptsturmführer Stein würde Ihrer Bitte nur zu gerne entsprechen. Okay, okay. Ein gebrochenes Herz kann niemals schlagen. Es bindet einen hungernden oder ausgehungerten König? Den Rest kann ich nicht erkennen. Irgendetwas über das Bein eines Lotsen. Und schon wieder waren Sie uns behilflich, Fräulein Goodwin. Anubis, der Smaragdgott. Er geleitete die Pharaonen auf ihrer letzten Reise. Selbst die Einbalsamierer trugen seine Maske. Ein Mann mit dem Kopf eines Schakals. Sie reden zu viel. Was ein Badass. Sie reden zu viel. Es ist nur ein Teil. Die Wächter müssen es aufgeteilt haben. Aber wo haben Sie die andere Hälfte hingebracht? Naja, ein Versuch war's wert. Zeit, die Heimreise anzutreten. Gute Arbeit. Nicht so schnell, Herr Quartermain. Fräulein Goodwin, wären Sie so nett, das Fragment in den Schrein dort drüben zu legen? Ich würde es ja selbst machen, aber nun, da könnten noch mehr Fallen sein. Oh, ja, gut. Habe ich ein bisschen zu schnell E gedrückt. Cursor bewegen. Ja. Ah, okay. So. Und jetzt? Hä? Ah, er gibt das gleich ein Bild, wenn man es so dreht. Ah, verstehe. Okay, gut. Sah gerade irgendwie komisch aus. Aber eine coole Idee. Unglaublich. Sternenkonstellationen. Hauptsturmführer, ich glaube, wir können gehen. Gut. Auf Wiedersehen, Quartermain. Hätten wir doch lieber auf die Alte gehört. Nehmen Sie Fräulein Goodwin und verschwinden Sie von hier. Sie müssen hier raus. Hier, Sie werden beides brauchen. Und jetzt laufen Sie. Wow, was eine dramatische Synchronisation. Das soll so bleiben. Also los! So, Quartermain. Wir laufen los. Ach du Scheiße. Alt links? Hä?
Knopf. Das erinnert mich doch an ein Spiel. Es hat ihm nicht gefallen. Eine Mumie, nach Jahrtausenden aus ihrem Schlaf. War das gerade Alan Wake? Vielleicht sollten diese Mumien ihre Entscheidung aufzuwachen überdenken. So, sind hier noch irgendwo Schätze, Schätze, Schätze? Aber normalerweise leuchten die doch so. Die sind doch so am Schimmern. Okay, das sieht wieder aus wie ein Rätsel. Irgendwie. Auf Rätsel habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock. Ich lerne dich mal wieder ballern. Ich denke, das ist ein Ego-Shooter. So, Alter, wo geht's lang? Bam. Natürlich kann ich die Alte nicht abknallen. Wäre ja auch zu lustig. Waterman, Hilfe! Ich rutsche ab! Halt dich fest! Gib mir deine Hand! Halt dich fest! Gib mir deine Hand! Oh, na... Oh, ich muss rutschen. Moment, WASD, was? Umzusehen? Ich sehe gar nichts. Alter! Das ist ja cool. Oh, ah, jetzt wird wieder geballert. Okay. Kann ich wieder nur meine Waffe nehmen? Achso. Oh, ich hätte die, glaube ich, noch gar nicht abknallen sollen. Ich glaube, das wäre logischer gewesen. Okay, gut. Legen wir los. Na klar, ich leuchte die an und dann... Komm schon, auf. Komm, 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 komm. Wir gehen voll. So, weg ist er. Oh, eine Waffe. Oh, Schnellfeuergewehr, immer geil. So, wo sind wir hier? Läuft hier noch irgend so ein Typ rum? Aber ich glaube, ich war nicht allein. Ich glaube, mir hat gerade jemand noch geholfen. Achso, die war das. Okay, gut. So, dann sehen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Ich muss auch gleich mal eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Ich bin nämlich schon ein bisschen länger am Spielen. Und dann machen wir gleich weiter. Was heißt gleich? Der nächsten Folge. So, also ich denke auch mal, das reicht erstmal fürs Erste hier und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen, hier bei Deadfall Adventures. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar, über positive, negative Kritik, irgendwas freuen, damit ich ein bisschen Feedback habe, damit ich weiß, was ich verändern kann und dass ich mich vielleicht noch ein bisschen steigern kann, was meine Let's Plays angeht. Ich würde mich wirklich mega freuen, vielleicht doch für einen Daumen nach oben, könnt ihr selbst entscheiden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Morgen, Nacht, Mittag, wie auch immer. Stay tuned und bis dann, macht's gut, ciao!